Juhu, Mario Kart-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8. Im letzten Part haben wir gezeigt, dass wenn man ein Auto mit dem richtigen Handling hat, auch der 200er Cup gar kein Problem ist. Aber es wäre ja noch langweiliger, wenn wir jedes Mal die gleiche Rennkarre nehmen würden. Also spielen wir heute mal Baby Rosalina, weil ich habe viel verloren und das ist ja voll gemein. Und dann nehmen wir halt eine andere Karre. So ein Rennwagen. Das sieht doch schön aus. Die Kirmesdroschke. Passt doch auch perfekt. Und dann nehmen wir dazu weiße Rallye-Reifen. Was würde dann dazu mal passen? Ist klar. Sehen die hier? Die sehen ganz hübsch aus. Die Holzreifen passen gut dazu. Ich weiß nicht, ob das vom Handling irgendwas bringt. Dann da passend das dazu. Jo. Und dann fahren wir heute den lustigen, netten, schönen Bananen-Cup mit der staubtrockenen Wüste. Vom, hier, GameCube. Die erinnere ich? Ich erinnere mich an die auch. GameCube. Mario Kart habe ich gesuchtet, wenn ich mich richtig entsinnen kann. War das das GameCube? Mario Kart. Ich habe die. Naja. Donut-Ebene 3 vom Super Nintendo. Das habe ich nie gespielt. Gott sei Dank wahrscheinlich. Königliche Rennpiste vom Nintendo 64 und vom Nintendo 3DS. Der DK-Dschungel. Nintendo 3DS Mario Kart war auch ganz cool, muss ich sagen. Habe ich ganz gerne gespielt. Wäre vielleicht etwas, was wir uns hiernach angucken könnten. Weil da alle Strecken durchfahren, ist ja nicht das Problem. Und ich hab ja eine Capture Card, ne? Lösche ich da einfach meinen Spielstand und so. Ah, dieser Ladebildschirm. Staubtrockene Wüste. Eine Oase, fliegende Koopas. Boah, ich hab jetzt wieder so Bock, Mario zu spielen, wenn ich das sehe. Wobei, wenn ich die Wüste sehe, mehr auf Banjo-Kazooie. Dann mochte ich das Wüstenlevel total gerne. Irgendwann müssen wir Banjo-Kazooie mal zusammenspielen im Let's Play. Okay, die Karre ist recht schnell. Das Handling ist so lala. Oh Gott, die geht ganz schön ab. Hä? Ah, ey! Wer, wie, zum Henker, warum und bis... Das Handling dieses Wagens ist aber auch exquisit. Hey, was soll denn das? Immer auf die kleinen Baby. Lass doch die kleine Rosalina mal in Ruhe. Hey, du da, ich komme an mit meinen Ponys. Pumps. Da habe ich da nichts bekommen. Bin inkompetent. Hui, ich kann fliegen. Aber auch dieses Gefährt fährt sich ausgesprochen. So war das nicht geplant. Gut. Da ist ja Donkey Kong. Donkey Kong ist vor uns. Bullet Bill fliegt uns gleich um die Ohren. Will ich dann doch nicht unbedingt direkt durchfahren? Dann bremse ich lieber ab und zu. Man kann hier von der Karre falsche Richtung. Fahre ich halt Offroad. Hier, Donkey Kong, frisst das. Man kann... Trifft immer in die falsche Richtung? Was denn das? Was ich sagen wollte, die ganze Zeit lang und dieses Ich, ne? Dieses Ich lässt mich einfach nie ausreden. Mädchen im süßen Ponywagen. Sterbt alle, ihr Schweine! Gut, dass ich da drum rumgeeiert bin. Wen erwischt es? Puck. Dann sind wir ja gar nicht so weit weg vom ersten Platz. Und das kriege ich hin. Challenge accepted. Okay. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte irgendwas sagen. Die ganze Zeit. Aber ich habe vergessen, was. Das ist jetzt voll peinlich. Ich hoffe, ich kriege eine Hupe. Bitte gib mir eine Hupe. Wow, das wollte ich nicht. Das ist keine Hupe, das ist eine Münze. Wow. GG. Da war ein Heidi Baby Rosalina. Okay, Donkey Kong ist davon auf den Fersen. Daisy ist dabei. Baby Luigi. Waluigi. Mit dir habe ich noch eine Rechnung offen, Früchtchen. Die mache ich. Froop. So, ja. Nächstes Rennen. Baby Rosalina hat es verdient, jetzt zu gewinnen. Ich finde doch sehr, ja. Ich meine, mit dem süßen kleinen Ponys. Fährt sie
erstaunlich gut, die Karaffe. Wirklich richtig angenehm. Kann ich nur empfehlen. Müsst ihr mal ausprobieren. Die Kombination ist richtig nice. Oh nein. Maulwürfe. Ha! Metal Mario auf dem letzten Platz. Noop, noop, noop. Miep, miep. Okay, meine Starts sind vielleicht schlecht. Aber jetzt habe ich auch gar nicht gedriftet. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wenn man hier kurz vom Gas geht, bleibt dieses Auto sehr schnell wieder stehen. Deswegen man dann sehr gut, wow, problematische Stellen umschiffen kann. Oh, nasse Strecke. Stirb! Donkey Kong! Danke! Tja, Baby Luigi, du hast das Nachsehen. Ich bin einfach zu schnell für alle. Und auch für mich selber. Ah, was sagt? Wow. Meine Güte, die Karre fährt sich wirklich verdammt gut. Aber doch. Das ist teilweise gewöhnungsbedürftig. So gut fährt die sich. Ha, das war wirklich verdammt riskant und knapp. Und wo sind dann überhaupt alle hinter mir? Oh, das geht ja noch. Dann behalte ich einfach mal lieber den Panzer. Nachher kriege ich doch wieder nur Münzen. Und das kommt bestimmt sowieso ein blauer Panzer und natzt mich erstmal weg. Kenne ich doch schon. Apropos Münzen, ich kriege hier überhaupt gar keine eingesammelt, weil ich irgendwie jedes Mal völlig erfolgreich drum rumdrifte und die Musik macht mich fertig. Hui. Die ist doch schrecklich, die Musik, oder? Hä? Oh. Mist, die Folge. Rosalina, du machst mir ein kleines bisschen Angst. Ah, oh, sie ist so süß. Ihre kleine Krone und shiny und glänzy und überhaupt. Und ist überhaupt voll fabulous, die ganze Karre. Ich glaube, das sind auch die Räder, die man dazu nehmen sollte, ne? Es hat sich gar nichts im Ranking verändert. Das gefällt mir nicht. Donkey Kong ist also immer noch auf dem zweiten Platz. Jetzt dürfen wir nicht ruhen. Na, ich darf es nicht... Nein, don't call it, honey, don't call it. Oh, königliche Rennpiste, da müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Ich meine, hallo, Baby Rosalina, die süßeste Prinzessin im gesamten Universum. Peach meint ja, über ein Königreich regieren zu können. Wir regieren über die Galaxie. Ha? Also in der Zukunft, weil sie ist ja noch ein Baby. Oh, sie ist so süß. Nein, ich meine, jetzt Gas geben, das war zu spät. Ich wollte gar nicht vorne sein. Dann kriegt man nur die schlechten Sachen. Na, hatte ich jetzt gerade nicht ernsthaft einen Pilz bekommen, oder? Ich hab einen Pilz bekommen. Okay. Gut, von wegen. Ja, die kriegt man vorne, kriegt man nichts Gutes. Da wäre eine Abkürzung, Hanni. Ja, nicht egal. Hast du mich gerade dumm ausgelacht, Baby Luigi? Friss das, Donkey Kong! Oh, damit hätte ich mich gerade friss. Das war natürlich alles mit einberechnet und geplant. Und ich kann mich an diese Strecke so schlecht erinnern, dass ich Probleme habe, hier zu driften. Das war ein bisschen über ein Grasplaza. Oh, Vorsicht! Oh Gott, hat er den da nach vorne losgeschickt? So, dann habe ich auch kein Problem. Well, that was poop! Das habe ich natürlich total absichtlich gemacht. Das ist nicht zufällig passiert. Wow, Windschatten. Warum hat ihn dieser Pilz nicht noch treffen können? Also, was auch immer das da war. Panzer war das. Ja, klar, mich natürlich. Was denn noch sonst? Also, Offroad ist das jetzt keine so gute Karre. Und das gefällt mir nicht vom Ranking. Gefällt mir ganz und gar nicht. Da muss ich was dran ändern. Was ist denn ein Pilz? Okay, jetzt fahre ich anders. Jetzt habe ich eine Hupe bekommen. Großartig. Okay, das ruckelt irgendwie ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich habe so eine Art Pseudo-Lag. So. Schneller wieder auf die Straße kommen, damit ich gleich driften kann. Wow, das war... Nein! Die Bitch hat Bananen bekommen! Bananen! Nee! Nein, das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr! Dritter. Oh, Backe!
War Luigi, ganz ehrlich, ich sag dir, das ist die letzte Verwarnung. Wenn du das noch ein einziges Mal tust, dann gehe ich zu Nintendo und beschwere mich bei deiner Mama. Aha. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass es, ich bin manchmal radikal und brutal, aber das musste sein. Doch, es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. DK, Dschungel. Affenstrecke. Awesome, da gibt's auch die goldene Banane. Oh, guck dann, wie groß die ist. Was? Hab nichts gesagt. Lora ist lieb. Habt ihr den Papagei gesehen, der da sitzt? Der guckt so ein bisschen psychopathisch. Waluigi. Das war halt das letzte Mal einfach nicht meine Strecke. Huch, wie das dann jetzt gedriftet. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Wow. Wow. Ich. Das muss ich auch mal wieder dringend spielen. Also hier das Donkey Kong Spiel für die Nintendo Wii U. Nein, ich will keinen Panzer draufkriegen. Nein, ich will da jetzt ganz normal human drüber kommen. Auch über die blöde Blume. Oh, das funktioniert. Sollte. Was? Warum? Ich hatte gerade ein paar Münzen gesammelt. Mehr nicht. Das war ganz harmlos. Nur ein, zwei oder drei. Letzte Chance vorbei. Ob du wirklich richtig stehst. Ja, ein Frosch. Ui. Das war ziemlich knapp. La 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 la. Hey, das Schubsen zählt nicht. Ach Mann. Du blöder Affe, das hast du jetzt davon. Ich krieg jetzt bestimmt wieder irgendeinen Panzer und den ballert er mir ins Gesicht. Wow, das wollte ich nicht einsetzen. Ich dachte, ich habe Panzer bekommen, aber nein, es war ein. Du blöde Pitch! Ich meinte, du blöder Affe. Ist mir da eine Feuerblume um die Ohren geflogen? Huh. Well, it was a close one. Warum, Lolz? Das ist so unfair alles. Einfach alles so mega fucking unfair. Ach Mann! Ich verkacke es immer. Wow. Auf den letzten Strecken. Nicht schubsen. Genau wegen sowas komme ich außer Kontrolle. Fünfter, ich will nicht Fünfter werden. Nein! Nein! Nein, nein! Donkey Kong hat uns überholt. Ja, also so ganz zufrieden war ich mit dem Handling der Karre jetzt letzten Endes dann doch. Und ich muss ich auch zusagen, es lag alles im Auto, so hatte ich nichts mit zu tun. Ne? Na wisst ihr alle, wisst ihr. 100% Organic Antifreeze. Ja, das war eine schöne Strecke. Da habe ich wirklich geglänzt. Und guckt euch das an. Ha? Ein Traum. Das war elegant, das war majestätisch, das war königlich. Blöder Affe. Ich hab so, es war, ich hätte, naja. Hätte, könnte, sollte, wollte. Es sieht sehr grotesk aus, so eine silberne Banane. Gut. Gut, Hauptsache Metal Mario hat nicht gewonnen. Donkey Kong gönne ich das auch am ersten. Ja, gut. Okay, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Mario Kart 8. Vielen Dank für alle Kommentare, Daumen und Favoriten. Und wenn euch das nicht genug Let's Play war, schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei oder bei meinen Kollegen. Die machen nämlich auch lustige Projekte. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.